Freunde, ich muss kurz abrennen. Okay? Ihr wisst, ich bin großer Apple-Fan, aber Apple ist fucking scheiße. Alright? Die machen gute Handys, aber Ich alles bin so andere stolz drumherum auf ist meinen fucking Sohn ass. Karl. Alright? Okay, das freut mich, Egon. Alles andere drumherum ist so fucking ass. Alright? Folgendes ist passiert. Mein Handy ist seit gestern Abend in einem Loop drin, wo es immer wieder neu startet, aber nicht angeht. Okay? Ich also hingegangen und dachte so, ja, okay, ich lasse es entladen oder so und starte dann, hat nicht funktioniert. Dann habe ich es lange am Ladekabel gelassen, hat auch nicht funktioniert. Dann dachte ich mir, okay, Digga, ich gehe in diesen komischen scheiß Reset-Mode, reset es, hat auch nicht funktioniert. Dachte ich mir so, okay, Digga, beim letzten Mal, wo ich in den Apple Store gegangen bin, war super chill, okay, war super chill. Ich bin da reingesteppt, alles easy. Ja, dieses Mal war es folgendermaßen, ich wollte mir einen Termin machen. Damit du dir einen Termin machen kannst, muss dein Handy gehen. Ich konnte keinen Termin machen ohne mein Handy. Ich bin hingegangen vor Ort, meinte so, hey, mein Handy geht nicht. Kann ich halt irgendwie heute wenigstens ohne Termin kommen? Meinte er so, nee, verstehe ich, okay, ne? So, wenn es halt so funktioniert mit Termin, ist ja okay. Aber dann meinte ich so, ja, kann ich einen Termin machen? Ja, dann müssen Sie mit Ihrem Handy hier einfach den QR-Code abscannen. Oh, Bruder, perfekt! Ey, klar! Klar! Gar kein Problem, Digga. Gar kein Problem. Bro, so scuffed, okay? Dann haben wir ein anderes Handy genommen. Anderes Handy genommen. Dann konnte ich da meinen ganzen Scheiß eintragen. Jetzt aber der Übertwist. Damit ich dann quasi da hingehen kann und mit meinem Handy einen Termin machen kann, brauche ich die E-Mail, also die Seriennummer. Digga, da steht da so, wissen Sie nicht, wo die Seriennummer ist? Ich so, ja, habe ich dann da drauf geklickt. Dann öffnet sich so eine Seite. Da muss man einfach mit seinem Handy auf allgemeine Info gehen und dann steht's da. Oh, perfekt, Digga. Bringt mir extrem viel, wenn mein Handy nicht geht. Danke dafür, Digga. Dann sage ich zu dem, ja, mein Handy geht nicht. Ich habe meine E-Mail nicht, also diese Seriennummer. Was mache ich? Ja, rufen Sie mal hier an. Ich rufe da an, Digga. Sagt ihr mir so, ja, die nächsten 2 Wochen keine Termine, Bruder. Perfekt. Ja, arschgeile Nummer. Arschgeile Nummer, Junge. Digga, dann dachte ich mir, okay. Real Rap, ich gebe das Handy einfach meiner Mom. Meine Mom findet immer irgendwie Verwendung für sowas, keine Ahnung, oder wir verchecken es bei eBay, whatever. Und ich hole mir einfach ein neues Handy, okay? Weil das Ding ist, ich bin darauf angewiesen, ein Handy zu haben die nächsten 3, 4 Tage. Ich kann jetzt nicht 3, 4 Tage ohne Handy rumlaufen. Geht nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, kaufe ich mir ein neues Handy. Dicker, um ein neues Handy zu kaufen, brauchte ich ein Handy. Digga, das ist so dumm. Das ist so verkopft einfach. Digga, ich wollte einfach nur in den Apple Store ein scheiß iPhone 12 kaufen. Digga, Real Rap dauert 2 Minuten. Ich wusste genau, was ich haben will. Digga, ich musste einen Termin machen für eine halbe Stunde später. Ey, Junge, es war so dumm. Es war so hohl. Deswegen bin ich zu spät. Digga, das ist so dumm. Cool Story, Bro. Ja, weiß ich. Das ist so dumm. Geh zum Saturn oder so. Ja, ich dachte halt so, wenn ich jetzt schon mal irgendwie hier Apple Store bin, dann kann ich da auch kurz hingehen. Hast du nicht so ein Android-Handy? Ja, Digga, kann ich mir auch Oh, den vorher ins brauchst du Knie eigentlich nur einen schießen. Wumms. Daily Android-Joke-Check. Wisst ihr, und deswegen bestelle ich meine Lebensmittel, Chat, weil ich glaube, das wäre ich in einem Supermarkt.